Ja, herzlich willkommen zum drittletzten Beitrag der Heinze Architektur virtuell 2020. Wir sind in Berlin heute den ganzen Tag und unterhalten uns mit verschiedenen Büros. Jetzt gerade sind wir bei Eike Becker zu Gast. Wir haben Eike auch zugeschaltet und steigen einfach mal direkt ein. Vielleicht an euch nochmal die Aufforderung, schreibt uns eure Fragen und wir werden die alle versuchen zu beantworten. Aber das macht dann auch richtig Spaß, wenn sich alle beteiligen. Eike, du müsstest deine Kamera aktivieren und auch das Mikrofon, damit wir dich, genau, hallo. Hallo, Klaus. Ja, grüß dich, hi. Eike, du bist jemand, der sich sehr stark engagiert, auch gesellschaftlich Stellung bezieht. Woher kommt das Engagement? Ist das ein persönliches Anliegen von Sind ja dir? also halt schon mitten auf der Kreuzung, auf der halt eben viele Diskussionen auch stattfinden. Wir haben eine Menge Verantwortung für die Stadtgesellschaft, weil wir sie eben auch mitbringen können, weil wir unsere Ideen mit einbringen können. Und wir können ja eigentlich nur erfolgreich sein, wenn wir auch irgendwie wissen, für wen wir da arbeiten. Und dafür sind diese gesellschaftlichen Fragen auch letztendlich zu fluide und verändern sich immer weiter. Wir müssen sehen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wenn wir das als Architekten nicht tun, ja, welche gesellschaftliche Gruppe sollte es dann tun? Also wir sind gut aufgestellt, glaube ich, könnten gut Mediatoren sein und könnten halt viele Themen und viele Dinge in der Gesellschaft auch vielleicht ein Stück weit zum Besseren wenden, gut lösen. Können wir auf jeden Fall uns als Architekten einbringen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Was sind dabei so die wichtigsten Themen, die dir vorschweben? Wir haben große gesellschaftliche Themen, die unterschiedlichen Gruppen treiben immer weiter auseinander. Das heißt, die Frage ist, wie können wir dem entgegenwirken? Wie können wir eben vielleicht einen größeren Anspruch formulieren an die Stadtgesellschaft? Wie können wir Nachbarschaften zustande bringen, auch tatsächlich? Also soziale Einheiten, die eben irgendwie gut funktionieren, die ein gutes Leben eben auf die Beine stellen, dann eben für möglichst alle. Wir haben das Thema der Nachhaltigkeit, auch tatsächlich der Klimaneutralität. Das ist ein Riesending. Also, wie werden die Städte klimaneutral in den nächsten Jahren? Dann sind wir als Architekten halt sehr stark gefordert, Architektinnen. Dann die Frage auch letztendlich der menschengerechten Stadt. Jan Gehl hat es ja schon seit Anfang der 60er Jahre formuliert. Also eine Stadt, die für Kinder gut ist oder vielleicht auch, er sagt, auch für alte Menschen gut ist, ist für alle gut. Also da mal die Frage zu stellen, ist die Stadt nicht eher autogerecht? Sollten wir das nicht umbiegen, also unsere Mobilität verändern? Auch tatsächlich haben wir auch ein gehöriges Wörtchen als Architekten mitzusprechen. Also eine Welt, so wenn ich jetzt hier aus meinem Büro schaue, bis zum Horizont. Ist die gebaut? Ist die geplant? Ja, Generationen haben da ihre Spuren hinterlassen. Und die Frage stellt sich doch für uns auch, wie können wir das, was wir da sehen, für uns als Gesellschaft, als Menschen besser hinkriegen? Das hört sich jetzt erstmal als großes Thema an, aber es gibt so viele Stellen, an denen jeder Einzelne sich einbringen kann, mit Mut, mit Engagement, können wir da denke ich, viel bewirken. Ja, und die Zeit aktuell nach Corona, hoffentlich nicht vor der zweiten Welle, gibt auch eben viel Anlass, über uns und unsere Lebensweisen nachzudenken. Du hast einen Beitrag dazu verfasst unter dem Titel Wiederaufbau, die Welt nach Corona. Wir haben den im Vorfeld aufgezeichnet im Studio und ich würde sagen, wir spielen den jetzt einfach mal ab. Der geht so gut 25 Minuten und nochmal die Aufforderung an euch alle, schreibt uns eure Fragen und wir werden die dann nach dem Beitrag gemeinsam mit Eike besprechen. Dann würde ich erstmal sagen, Film ab. Wir klicken uns vielleicht derweil raus und wir sehen uns nach dem Vortrag. Bis gleich. Als ich Anfang der 90er Jahre nach Berlin gekommen bin, hatte ich praktisch noch keine Erfahrung als Architekt. Ich bin
als Student in Aachen, Stuttgart und Paris gewesen und danach dann 2 Jahre in London, habe dort bei Norman Foster und Richard Rogers gearbeitet. Und klar, Anfang der 90er Jahre, wo geht man hin? Da ist Berlin einfach die spannendste Umgebung gewesen. Und wir haben mit unserem Büro auch richtig Glück gehabt. Wir landeten direkt in dem ehemaligen Esplanade, also in dieser Ruine auf dem Potsdamer Platz und konnten unmittelbar verfolgen, wie sich diese Stadt quasi aus den Ruinen so Stück für Stück wieder hochgearbeitet hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an diese Euphorie der ersten Hälfte der 90er Jahre und dann auch einer gewissen Resignation, denn Berlin war tatsächlich in allen Bereichen hinten dran. Es war eine verwüstete Stadt, es war eine geschrottete Stadt, es war eine Stadt, die einfach zu wenig Einwohner hatte, die zu wenig Häuser hatte auch tatsächlich, aber zum Beispiel zu viele Wohnungen. Denn eine Wohnung zu kriegen war kein Problem, eine Arbeitsstelle zu kriegen war eine große Herausforderung zu der damaligen Zeit. Wir sind trotzdem euphorisch gewesen, haben dann Wettbewerbe gewonnen und sind so Stück für Stück zu einem richtig ausgewachsenen Architekturbüro geworden. Heute sind wir etwa 50, 60 Personen, Architekten, im Wesentlichen Architektinnen und arbeiten von dem Tour total aus mit Überblick über Berlin. Ich genieße jeden Tag, wenn ich da bin, diese Aussicht über die Stadt direkt am Hauptbahnhof mit Blick über das Regierungsviertel. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich dorthin komme, sondern das, was mich fasziniert mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ist die Frage, an welchen Stellen und auf welche Weise können wir denn unsere Welt besser machen? Unsere Welt, und damit meine ich im Wesentlichen die Städte, denn wenn man sich diese Städte anschaut, von oben anschaut, auch von unten anschaut, aber insbesondere von oben fällt einem auf, dass bis zum Horizont alles gebaut ist. Alles ist Haus, Straße, Platz, Organisation. Das heißt, alles, was wir tun, ist gedacht und geplant. Also unsere Welt ist eine geplante Welt und alles, was wir sehen können, ist in dem Sinne dann in Anlehnung an Hans Hollein Architektur. Damit ist eine ganze Menge Verantwortung verbunden. Verantwortung nicht nur für das einzelne Haus, an dem wir arbeiten, sondern auch Verantwortung für gesellschaftliche Fragen. Und weil das so wichtig ist, muss man sich auch selber immer wieder die Frage stellen, sind wir denn da richtig unterwegs? Sehen wir das, was wir da gerade sehen, auch klar? Und interpretieren wir es dann auch richtig und ziehen wir auch die richtigen Schlüsse daraus? Und deshalb habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, einmal im Monat eine Kolumne zu schreiben. Die wird zunächst einmal veröffentlicht in einem Manager-Magazin, dem Magazin Immobilienwirtschaft, wird gelesen, dann eben nicht nur von uns als Architekten, sondern auch von Immobilienprojektentwicklern, von Investoren, auch in Bankenkreisen. Denn ich glaube, es ist wichtig für uns Architekten, dass wir über unseren Kontext hinaus wirksam sind, dass wir gehört werden auch, dass wir uns auch Gedanken machen zu den Themen, die nicht unmittelbar mit den architektonischen Details zu tun haben, zu denen natürlich auch in ganz besonderer und konzentrierter Weise, aber auch zu Fragen, die die Gesellschaft betreffen. Gerechtigkeit beispielsweise hat viel zu tun mit guten Städten. Mobilität hat viel zu tun mit guten Städten. Soziale Gerechtigkeit, der soziale Aspekt, die menschengerechte Stadt hat unheimlich viel zu tun mit guten Städten. Denn, und das hat Klaus Humpert mal gesagt, wenn die Städte in Ordnung sind, dann ist auch die Gesellschaft in Ordnung. Und das kann man auch andersrum sehen. Wenn die Gesellschaft in Ordnung ist, sind auch die Städte in Ordnung. Städte sind Abbilder ihrer Gesellschaft und folgen diesen großen gesellschaftlichen Entwicklungen mit einer kurzen Verzögerung. Also müssen wir uns die Frage stellen, welche großen Entwicklungen erleben wir gerade heute auch? Natürlich sind wir auch durch diese ganze Corona-Situation sehr stark betroffen. Wir haben es eigentlich relativ kurzfristig hinbekommen, wie alle anderen Büros, mit denen ich gesprochen habe, auch, konnten uns umstellen auf Homeoffice, also mobiles Arbeiten, wenn man so möchte, eigentlich auch. Wir haben es jedem freigestellt, entweder im Büro oder zu Hause zu arbeiten.
Das ist super angenommen worden und wir haben gemerkt, dass wir da eine gute Kompetenz entwickeln eben auch und gut auf Sicht fahren können. Jetzt kommen immer mehr Kolleginnen und Kollegen dann auch wieder zurück ins Büro. Wir haben Videokonferenzen. Wir haben es geschafft, auch tatsächlich kontinuierlich Kontakt zu halten. Wir haben neue Formate uns entwickelt und sind dabei, eben auch selbstbestimmter zu arbeiten. Also wir haben unsere Organisationsform umgestellt, sind eher kreisförmig organisiert über die einzelnen Projektteams, über Expertenteams auch tatsächlich, haben Gruppen gebildet über IT, Management, Human Resources. Wir sind noch dabei, die richtigen Namen dafür zu finden, aber entwickeln uns immer weiter und versuchen eben dann bestimmte Rollen innerhalb unserer kleinen Gruppe zu besetzen und dann das, was Konflikte darstellt, was möglicherweise auch Spannungen erzeugt, dann eben zu nutzen, um Stück für Stück besser zu werden. Was sind die Themen denn, die uns jetzt gerade besonders bewegen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch gerade in der Krise an unseren Utopien festhalten, also an den Wünschen, an den Bedürfnissen, an den Vorstellungen, wie die Welt eigentlich sein sollte, wie sie besser sein könnte auch tatsächlich. Und dann versuchen, Stück für Stück dahin zu arbeiten. Also die Frage nach der Utopie einer Stadt klingt vielleicht verwunderlich, aber ich glaube, jede Stadt sollte eine eigene Utopie entwickeln. Hamburg hat es mit der Hafen City ein Stück weit vorgemacht. Berlin selber sucht noch nach so einer eigenen Identität, ist auch in vielen Bereichen noch hinten dran. Das ist nicht verwunderlich, denn die Stadt selber hat eine enorme Welle der Zerstörung erlebt und ist jetzt erst dabei, sich wieder hochzuarbeiten. Man muss sich das mal vorstellen, Berlin ist noch vor gut 100 Jahren eine der 4, 5 größten Städte der Welt gewesen. Also hat mitgehalten mit London und New York und Paris. Die Welt hat sich komplett verändert. Es geht auch nicht um Superlative, sondern es geht darum, gute Wege zu finden und Antworten zu finden für die Fragen unserer Zeit. Soziale Gerechtigkeit ist eine der zentralen Fragen. Und ich glaube, eine städtische Gesellschaft, die nicht offen ist, die nicht denen, die dazuziehen wollen, gerne die Möglichkeit gibt, dazu zu ziehen, in der die Mieten explodieren, in der keine Wohnungen zu finden sind für die, die gerne Wohnungen hätten, kann keine sozial gerechte Stadt sein. Also diese Frage muss unbedingt gelöst werden. Und wenn wir dann die Wohnungen immer kleiner machen, quasi nur noch Studentenwohnungen haben für diejenigen, die wirklich gerne urban leben, dann müssen wir uns auch da die Frage stellen, sind denn diese Türme, Übertürmungen von Kaninchenstellen dann die richtige Antwort auf die Fragen, die Menschen haben und auf die Frage nach der Suche nach einem guten, selbstbestimmten Leben. Also müssen wir soziale Verantwortung übernehmen und müssen die Frage stellen, können denn unsere Häuser nicht auch Nachbarschaften erzeugen? Also können wir uns damit zufrieden geben, Plätze, Gebäude, Straßen, Quartiere zu bauen, sondern müssen wir nicht weiterdenken und müssen versuchen, eine Sozialstruktur zu bauen, also Nachbarschaften zu erzeugen. Wie sehen denn Quartiere aus, die dann eben gutes Leben miteinander in Nachbarschaft und in Friedfertigkeit und Freundlichkeit miteinander möglich machen? Erst wenn wir diese Fragen auch tatsächlich beantworten, werden wir eben auch soziale Stabilität und vor allem auch das Gefühl von Gerechtigkeit und tatsächlich Gerechtigkeit auch erzeugen. Das ist kein Endzustand, sondern es ist ein kontinuierlicher Entwicklungszustand, der immer besser werden muss, weil immer wieder neue Konflikte, neue Spannungen auftreten, die wir dann wieder nutzen können, um besser zu werden. Wir arbeiten zurzeit an unterschiedlichen Projekten, die sich genau mit solch einem Thema auch beschäftigen. Zum Beispiel an einem Projekt für eine genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaft in Marzahn, Gropiusstadt. In der Gropiusstadt. Das war ein Wettbewerb, wir haben ihn gewonnen und diese Genossenschaft hat ein Grundstück für sich entdeckt, das es vorher gar nicht gab. Da war ein Parkhaus drauf, also Autos unter die Erde. Und dann konnten wir in dieser Gropiusstadt
tatsächlich nach Paragraph 34, weil es da schon so viele Hochhäuser gibt, noch ein Hochhaus dazusetzen. Das Entscheidende an dem Projekt ist aber, dass es a. von einer Genossenschaft realisiert wird und b. dass es eine Verbesserung darstellen sollte, auch für diejenigen, die schon da sind. Also das betrifft beispielsweise die Freianlagen. Wir haben festgestellt, die Freianlagen, wie sie eben in den 60er Jahren entwickelt worden sind, in den 70er Jahren dann realisiert und überarbeitet worden sind, passen nicht mehr zu den Menschen, die dort heute wohnen. Rasenfläche vor dem Haus und ein paar Bäume drumherum reicht einfach nicht mehr aus. Unsere Städte sind zu dicht und die Nutzergewohnheiten und Bedürfnisse haben sich komplett verändert. Also müssen wir sehen, dass wir dann eben die Freianlagen anpassen für unterschiedliche Altersgruppen, für die Alten, für die Jungen natürlich, aber auch für die Mütter, für die Kinder. Wir haben gesehen, dass wir eine Gemeinschaftsküche dann in unmittelbarer Nähe zu den unterschiedlichen Spielplätzen und Freianlagen schaffen. Wir haben gesehen, dass wir einen Gemeinschaftsraum schaffen, dass wir einen Kümmerer dort auch einrichten, der nicht nur die Pakete annimmt, sondern auch schaut, dass sich da Nachbarschaft formiert, dass Veranstaltungen stattfinden, möglicherweise Yogakurse auch angeboten werden können. Also jemand, der dann auch denen, die schon da sind, hilft bei einem guten und möglicherweise noch besseren Leben. Und die, die dazukommen und die, die schon da sind, eben auch eine gute Nachbarschaft formen. Wir haben aber auch andere Projekte, zum Beispiel der Waterkant, das ist in Spandau, direkt an der Oberhavel, ein Siedlungsgebiet, da geht es um Sozialwohnungen. Und wir hatten uns zu Anfang sehr dafür eingesetzt, dass ein gemischtes Quartier entsteht, sowohl mit Leuten, die als Baugruppe dort fungieren, vielleicht auch Leute, die sich hier oder da eine Wohnung kaufen, und eben auch Sozialwohnungen. Das konnte leider nicht realisiert werden durch bestimmte Eigentumsstrukturen. Man merkt an allen Ecken und Enden, die Welt ist ziemlich kompliziert, aber wir haben es dann doch geschafft, in die Realisierung zu kommen und versuchen dort eben auch ein Quartier zu errichten, das dann noch nachhaltiger ist auch tatsächlich, was dann entsprechend zertifiziert wird auch tatsächlich durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen, die Sozialräume, Gemeinschaftsräume, die wir dann dort entwickeln, spielen da eine Rolle. Das ganze Quartier ist direkt am Wasser. Also es gibt ein paar Hochhäuser, es gibt niedrige Villenbebauungen auch tatsächlich, es gibt öffentliche Plätze auch tatsächlich. Also das ist so ein Versuchsbecken, wenn man so möchte, eigentlich für soziales, gerechtes Wohnen und Wohnen für alle auch. Ein weiteres großes Thema, das uns immer wieder auffällt, jedem von uns ganz sicher, wenn er sich durch die Stadt bewegt, ist das Thema Mobilität. Mobilität ist nicht etwas, was vielleicht nur für die Verkehrsplaner relevant ist, sondern für uns nicht nur als Nutzer, sondern auch als Architekten. In Berlin habe ich die Zahl gerade mal nachgeguckt, das sind 22% der Fläche von der Stadtfläche von Berlin, die für den Verkehr tatsächlich verwendet werden. Und das ist eine ganze Menge. Wenn man sich also mal die Frage stellt, ist denn unsere individuelle Mobilität und auch unsere gemeinschaftliche Mobilität die richtige, die sozialverträgliche Mobilität? Da muss man ganz klar zu der Antwort kommen, wow, nein, das ist es nicht. Die autogerechte Stadt ist eine Stadt, die gefährlich, lebensgefährlich ist für Kinder, für Alte, ja für uns alle, die giftig ist, die nicht nur die Luft verpestet, sondern die auch enorm laut ist und die uns riesige Probleme macht und die extrem viel Geld kostet. Wenn ich mir an einer Straßenkreuzung mal anschaue, wer denn da alles im Auto sitzt, dann sieht man in der Regel einzelne Personen, die dann eben in diesen großen Wagen mit einer enormen Masse, die bewegt werden muss, dann eben zur Arbeit fahren oder wieder nach Hause fahren. Das macht so keinen Sinn. Und wir können uns die Frage stellen, wie könnte denn eine Mobilität aussehen, die dann unsere Bedürfnisse nach Mobilität besser in die Tat umsetzt? Wie könnte eine sozialverträgliche Mobilität aussehen? Da gibt es eine Menge Vorschläge, das sind nicht meine Vorschläge, das sind aber Vorschläge, die leicht zugänglich sind und die sich jeder eigentlich erschließen kann. Also wir haben durch die Digitalisierung halt große Vorteile und können unterschiedliche Werkzeuge für die Mobilität miteinander vernetzen. Also Radverkehr mit möglicherweise Rufbussen, mit dem ÖPNV-Verkehr. Gut vernetzt ist extrem hilfreich, weil ich kann dann mit dem Fahrrad an eine bestimmte Stelle fahren,
kann dann möglicherweise mit dem Rufbus umsteigen, ohne dass ich groß warten muss, und steige dann noch in die Bahn und bin eher von kurzer Zeit von A nach B gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel in Berlin, dass man den Bereich von Berlin, den man Innenstadt nennt, also den Bereich innerhalb des S-Bahn-Ringes, zur autofreien Zone erklärt. Wenn das der Fall wäre, dann würden etwa 1 Million Personen, 1 Million Berliner, dann tatsächlich eine andere Mobilität benötigen. Dieser S-Bahn-Ring selber hat eine Größe, man kommt also von einer Seite zur anderen, von Nord nach Süd, von Ost nach West, innerhalb von etwa 50, 55 Minuten mit dem Fahrrad. Also müsste man die meisten Strecken eben auch leicht mit dem Fahrrad bewältigen können. Aber nicht nur mit dem Fahrrad, auch das Lastenfahrrad. Jetzt kommt ja kommen die E-Bikes dazu, die elektrisch unterstützte Fahrradmobilität. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann, um deutlich umweltverträglicher mobil zu sein. Was könnten wir mit den ganzen Straßen und mit den Flächen machen? Ich kann euch ehrlich sagen, ich bin erst vor relativ kurzer Zeit auf den Trichter gekommen, dass ich ja auch diese 6, 7 Kilometer, die ich von meiner Wohnung zu meinem Büro benötige, mit dem Fahrrad bewältigen kann. Es tut mir richtig leid und ist mir auch ein bisschen unangenehm eigentlich, dass das so spät gekommen ist. Aber das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet. Also ich fahre mit dem Fahrrad quasi über die Joachimsthaler Straße, über den Kurfürstendamm, am Bahnhof Zoo vorbei. Am Bahnhof Zoo muss man sich vorstellen, gibt es einen wunderschönen Platz, der aber als Parkplatz benutzt wird. Das heißt, dem Bezirk und der Stadt Berlin fällt nichts Besseres ein, als diesen städtischen Platz zuzuparken. Dann komme ich aber am tatsächlichen Zoo vorbei und fahre dann in den großen Tiergarten hinein und nehme dann den großen Weg und die große Querallee und fahre dann durch den ganzen Tierpark durch, durch den ganzen Tiergarten durch. Und was ich dann dort erlebe, das ist wie ein Wunder. Auf einmal wird die Luft besser, Luftfeuchtigkeit ist da, ich sehe ganz anderes Licht, das Sonnenlicht, das durch die Bäume scheint, baut mich auf. Also morgens und abends freue ich mich auf diese Fahrt, die nur 10 Minuten länger dauert, als wenn ich mit dem Auto fahren würde. Und ich mir vorstelle, dass ich über Jahre sogar in meinem Auto unter dem Tiergarten im Tunnel durchgefahren bin, um ja 5 Minuten oder 10 Minuten am Tag zu sparen, vielleicht 20 Minuten am Tag zu sparen, das macht so keinen Sinn. Und in gewisser Weise bin ich dankbar, dass durch Corona einfach ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit da war. Denn ich habe unglaublich viel Zeit auch vorher verschwendet, indem ich beispielsweise nach Frankfurt geflogen bin, morgens 4 Uhr aufgestanden, den ersten Businessflieger genommen, in Frankfurt einen Termin gehabt, mittags wieder zurück zum Flughafen gehastet und dann eben am frühen Nachmittag wieder im Büro gewesen, hier in Berlin. Also 2 Tage Werke in einen zu packen, macht für mich keinen Sinn. Heute, und ich hoffe auch, dass wir mit der Kommunikationstechnik, die wir uns jetzt erschlossen haben, auch in der Lage sind, das weiter beizubehalten und unsere Reisetätigkeit deutlich einzuschränken. Es gibt noch ein anderes großes Thema, das ist die Klimaneutralität. Wir arbeiten an unseren Projekten, wie die meisten von uns, auch so, dass wir versuchen, den Energieverbrauch kontinuierlich von Projekt zu Projekt weiter zu senken, die Fassaden besser machen, die Energieversorgung schlauer zu lösen, tatsächlich mehr auf passive Systeme zu setzen auch. Aber der kleinere Maßstab, das Gebäude selber, wird dann übertragen auf das Quartier und wird dann übertragen auf die Stadt. Es wäre ein deutlich ehrgeizigeres Ziel, wenn sich die großen Städte das Ziel setzen würden, tatsächlich innerhalb von absehbaren Zeiträumen klimaneutral zu werden. Hamburg liegt da immer noch bei 2050 als Ziel für die Klimaneutralität. Berlin, ja, wahrscheinlich auch ungefähr 2050. München hatte jetzt einen großen Schritt gemacht und will das jetzt 2035 schaffen. Andere Städte sind da weiter. Kopenhagen als einer der Vorreiter in vielen Bereichen, auch in der individuellen sozialverträglichen Mobilität und mit einer enormen Lebensqualität für ihre Bürger,
will das jetzt innerhalb von 5 Jahren, innerhalb der nächsten 5 Jahre schaffen. Und auch Amsterdam will das innerhalb der nächsten 10 Jahre schaffen. Das sind auch große, aktive Städte mit sehr viel Industrie, mit einer mobilen Gesellschaft, mit einer hochmobilen Gesellschaft. Auch die haben sich diese Ziele aber schon früher gesetzt und könnten Vorbilder sein, nicht nur Vorreiter, sondern Vorbilder sein, Inspiration sein, eben auch für viele deutsche Städte. Denn wenn die deutschen Städte tatsächlich weiter so eine doch im internationalen Vergleich verhältnismäßig hohe Lebensqualität ihren Bürgern bieten wollen, dann müssen sie Antworten finden auf genau diese Fragen. Also, wo kommt die Energie her, die verwendet wird, auch tatsächlich, wer ist daran beteiligt, auch tatsächlich, wie viel CO2 wird ausgestoßen. Denn eines ist auch klar, wir können uns nicht ausruhen auf den Lorbeeren von gestern oder von Generationen davor, sondern wir müssen immer wieder die Frage stellen, wie können wir heute besser werden? Wie können wir etwas reparieren, ganz pragmatisch? Und da spielt gerade der Energieverbrauch eine ganz entscheidende Rolle. Das übergeordnete Ziel ist, ein gutes Leben für möglichst alle zu schaffen. Das ist möglicherweise ein hohes Ziel, aber es ist ein Ziel, das erreicht werden kann. Denn wir sehen durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, wie radikal Politik sein kann, auch in Demokratien, auch mit einer pluralistischen Gesellschaftsordnung, auch mit Medien, die vielfältig sind und die auch besonders kritikfähig sind und kritisch sind. Aber wir haben gesehen, dass durch diese radikalen Maßnahmen auch eine Menge bewirkt werden kann, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und genau darum geht es auch. Wir wollen gerne sehen, dass genau diese Geschwindigkeit aufrechterhalten wird und dass wir eben im Nachgang jetzt zu eben diesen Maßnahmen durch das Förderpaket, durch den Wirtschaftsaufbau, Wiederaufbau, auch tatsächlich dann die Maßnahmen in der richtigen Richtung ergriffen werden. Und dazu könnte es uns Mut machen, auch tatsächlich zu sehen, wie viele Menschen auf der Erde betroffen sind durch diese Krise, durch diese Pandemie, aber auch wie viele Menschen kooperieren können. Wenn 7 Milliarden Menschen mit 5000 Sprachen auf 5 Kontinenten so kooperieren können, dann müsste doch auch Klimaneutralität und die Reduktion des CO2-Ausstoßes innerhalb von kurzer Zeit erreicht werden können. Dann müsste doch auch eine sozial gerechtere Welt entstehen können. Dann müsste es doch möglich sein, auch eben beispielsweise die Verteilung von Wohlstand in der Welt besser zu organisieren. Wir als Architekten sind da an so einer Schnittstelle. Wir sind direkt mitten auf der Kreuzung, an der sich sehr viele unterschiedliche Überlegungen, Ideen, Bedürfnisse, Verantwortlichkeiten auch treffen. Aber wir sind nicht allein, sondern wir arbeiten in einem gesellschaftlichen Kontext. Wir arbeiten in einer Immobilienwirtschaft, wie man so sagt. Und da sind eine Menge anderer Entscheidungsträger auch sehr mächtig. Und wenn man da mal die Frage stellt, hey, was tun die denn eigentlich? Was tut denn die Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft? Dann ist das leicht zu erklären. Natürlich, wir bauen Wohnungen, wir bauen Büros, es werden Straßen, Plätze gebaut. Das heißt, wir sehen zu, dass die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die die Gesellschaft braucht. Die die Gesellschaft braucht. Ist das wirklich so? Ist es nicht auch zum großen Teil so, dass genau die Immobilien zur Verfügung gestellt werden, die die Immobilienwirtschaft braucht? Wir haben das in Berlin gerade vor Corona-Zeiten intensiv erlebt. Da geht es tatsächlich dann um sozialverträgliche Bodennutzung. Es geht um Wohnungen, die dann eben auch angemessene Mieten nehmen. Was ist angemessen? Wer kann welche Mieten leisten? Auch tatsächlich solche Fragen müssen geklärt werden. Wir haben das jetzt gerade gerichtlich zu klären mit dem Mietendeckel, der möglicherweise nicht den Regeln des Rechtsstaates entspricht. Das muss dann reformiert werden. Es gibt auch sicherlich viel, viel bessere Ideen, um diese sozialverträgliche Bodennutzung, wenn man so möchte, eigentlich eine gerechte Stadt, eine soziale Stadt auch zu erreichen. Aber die Immobilienwirtschaft kann sich auch die Frage stellen, ja, was tun wir denn eigentlich für die Gesellschaft? Wie helfen wir denn eigentlich mit? Zurzeit wundern die sich,
dass ja eigentlich das Image dieser gesellschaftlichen Gruppe so schlecht ist. Aber mit einer Image-Kampagne wird man da nichts verändern können, sondern wir müssen sehen, dass wir besser werden, dass wir nützlicher sind dann für diejenigen, die Wohnungen brauchen, die Stadt benutzen, auch tatsächlich, die die Stadt benutzen, um ein gutes Leben führen zu können. Wenn man all diese Themen so zusammenfasst und dann nochmal uns selbst anguckt als Architekten, also unser Berufsbild, unsere Berufsauffassung auch tatsächlich sich nochmal vergegenwärtigt, dann stehen wir da nicht nur an einer Kreuzung, an einer Schnittstelle, an der viele Wege zusammenkommen, sondern wir stehen auch an einer Stelle, die einflussreich ist und die viel Verantwortung hat auch tatsächlich. Aber es ist auch ein Beruf, den wir ausüben, der enorm viel Freude machen kann auch tatsächlich. Und ich mache das jetzt schon seit Jahrzehnten, seit Anfang der 90er Jahre und mir macht das immer noch Spaß. Jeden Tag fahre ich gerne ins Büro und arbeite gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich. Wir sind da schon an einer sehr privilegierten Stelle. Auch wenn wir mega intensiv arbeiten, wenn wir viel arbeiten auch, ja. Einige sagen auch, wir beuten uns selber aus, auch tatsächlich. Wir tun das aber mit einem riesen Enthusiasmus. Wir tun das, weil wir die Welt ein Stück besser machen wollen, weil wir das, was wir vorgefunden haben, möglicherweise an die nächste Generation ein Stück weit besser abgeben wollen, weitergeben wollen, auch tatsächlich. Es gibt wahnsinnig viel anzupacken, eigentlich auch tatsächlich, und an unserer Welt besser zu machen. In dem Augenblick, in dem wir uns damit beschäftigen, in dem Augenblick, in dem wir mehr Verantwortung übernehmen, auch dafür, merken wir, dass wir uns auch Gehör verschaffen können, dass wir wirksam sein können über unseren eigenen Kontext hinaus. Und das ist etwas, was eigentlich ganz wenige in dieser Gesellschaft für sich beanspruchen können. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das, was wir tun, gerne tun, dass wir es ein Stück weit lieb haben, dass die Projekte, die dann daraus erwachsen, auch tatsächlich Projekte sind, die dann eben mit anderen gemeinsam entstehen, auch tatsächlich und nützlich sind. Ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank dir, lieber Alke, für den Beitrag. Wir haben den ja schon vor, würde sagen, über 4 Wochen aufgezeichnet. Warten wir noch kurz. Ah ja. Hat sich in den letzten 4 oder 5 Wochen was geändert inhaltlich? Es ist eine Diskussion dazugekommen, dieses Thema der Minderheiten oder wenn man so will, Black Lives Matter. Das lässt sich auch übertragen durchaus auf andere gesellschaftliche Gruppen, aber eben natürlich auch auf diese Gruppe. Das trifft auf einen Boden, der dafür gut vorbereitet ist, weil wir eben in der Zeit der Corona-Krise ein bisschen mehr Zeit hatten und uns ein bisschen stärker bewusst geworden sind, dass wir Menschen sind, dass wir Mitmenschen brauchen, um eben glücklich zu sein. Und es geht aber nicht nur um unseren Freundeskreis, sondern es geht um eine faire und gerechte Gesellschaft, um Interessenausgleich all derjenigen, die eben da mit uns in der Generation davor und danach unterwegs sind. Und wir es einfach nicht akzeptieren können, dass wir eben mit Minderheiten so eklatant ungerecht umgehen. Es sind aber eben viele andere Minderheiten auch zu finden, in den einzelnen Büros genauso wie in den größeren Unternehmen, wie eben auch in der Stadtgesellschaft, Land und Dorf. Also all diese Konflikte selber, die sollten wir angehen, um eben unsere Welt auch da besser zu machen. Das ist auf jeden Fall dazu gekommen. Du hast relativ zu Beginn deines Vortrags gesagt, Mobilität neu denken, um Menschen und nicht autogerechte Städte zu schaffen. Was hat Jan Gehl in Kopenhagen beispielsweise geschafft? Er war ja weltweit aktiv, wozu wir in unseren Großstädten in Deutschland, ja, weiß ich nicht, nicht in der Lage sind oder wozu uns offensichtlich aktuell noch der Mut fehlt. Ich würde es nicht so radikal formulieren. Auch die deutschen Städte sind dabei, eben ihre Position zu überdenken und sind in den letzten Jahrzehnten auch kontinuierlich besser geworden. Aber wenn man sich jetzt Kopenhagen anguckt, und zufälligerweise bin ich jetzt
Erst in den letzten Wochen auch in Kopenhagen gewesen. Und dann muss man einfach zugeben, die haben viel früher angefangen. Die haben schon angefangen, in den 60er, 70er Jahren sich eigentlich damit zu beschäftigen, wie sieht denn eigentlich eine gerechte Stadt aus, eine menschengerechte Stadt auch tatsächlich aus. Und die sind halt eben, was beispielsweise das Fahrradfahren angeht, da schon viel, viel weiter. Also für die ist es eine Leben, ist es auch so von Lebensfreude, von Genuss, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. So kann man das ja leicht wahrnehmen auch. Und diese Aussage beispielsweise, eine gute Stadt für Kinder ist eine gute Stadt für alle. Oder Jan Gehl sagt, eine gute Stadt für Kinder und ältere Menschen ist Und eine. Alte, ja, ist so eine. Genau das ist nicht nur ein Merksatz, sondern das kann eigentlich allen Handlungen unterlegt sein. Und vergleicht man das jetzt wieder mit dann eben beispielsweise deutschen öffentlichen Räumen. Ich habe jetzt gerade erst wieder so einen neu gebauten öffentlichen Raum gesehen hier in Berlin. Da waren die schon froh, dass sie eine tolle gepflasterte Fläche hatten und ein paar Bänke draufgestellt haben. Aber das ist wirklich krass zu wenig für eine dichte städtische Gesellschaft. Schaut man sich das in Kopenhagen an, dann sind da Spielplätze, die überlagern sich dann eben mit Wasserläufen, dann sind da kleine Markthallen, die dann eben Programm, die wahrscheinlich aus der näheren Umgebung anbieten, Lebensmittel und Gemüse. Dann sitzen da Leute in den Cafés. Das ist ein lebendiges gesellschaftliches Miteinander. Das ist viel mehr als eben ein schöner öffentlicher Raum, der als ästhetischer Raum halt eben da zur Verfügung steht, aber eben die unterschiedlichen Bedürfnisse der gesellschaftlichen Gruppen überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, und wenn man sich dann noch überlegt, du hast es ja gesagt, dass über 20%, über ein Fünftel der städtischen Fläche jetzt zum Beispiel in Berlin eigentlich durch Verkehrsflächen belegt ist, dann ist das unglaublich frappierend. Und ich glaube, es macht sich gerade auch so ein bisschen eine Stimmung breit, dass doch immer mehr Leuten auffällt, wie viel Fläche eigentlich so ein PKW wegnimmt im öffentlichen Raum und nicht nur ein Gefahrenpotenzial ist für alle Menschen, ja, die sich in dem Raum bewegen, sondern auch einfach, wie viel Lebensqualität dadurch vernichtet werden. Ich habe noch mal eine andere Frage: soziale Gemeinschaften, gute Nachbarschaften und bezahlbares Wohnen. Das sind ja Dinge, die sich auch nicht so einfach umsetzen lassen, die auch einen gewissen Prozess brauchen. Wie können wir realisieren, um da zu einer gesunden, gerechteren Gesellschaft zu gelangen und vor allen Dingen auch dieses Spekulationsthema, ich spreche das immer wieder gerne an, um dem so ein bisschen Herr zu werden? Also muss da die Politik mehr sich reingrätschen oder wie schaffen wir das? Also, es sind jetzt so viele Fragen. Herr Rainer, also wir müssen an der durchmischten Stadt arbeiten. Also, nur die Arbeitsstadt oder nur die Stadt für die Wohlhabenden und nur die Stadt für die sozial unterstützenswerten, das führt nicht dazu, dass Menschen zusammenkommen. Und zwar unterschiedliche Menschen, die sich auch zufälligerweise treffen. Das führt ja dazu, dass man ein bisschen mehr voneinander lernt, dass man irgendwie sich wahrnimmt, vielleicht in unterschiedlichen Bedürfnissen auch wahrnimmt, dass man halt eben da irgendwie diese Lebendigkeit der Gesellschaft und vor allem auch diesen großen Fächer der unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Möglichkeiten wahrnimmt und ein Verständnis entwickelt und eben auch ein Stück weit dann zusammenbleibt. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sein sollen, das heißt genau das Gegenteil. Das heißt aber, dass wir ein Verständnis entwickeln füreinander. Und das schafft nur die durchmischte Stadt, das schafft die Stadt, in der man sich eben nicht nur in den öffentlichen Räumen, sondern vielleicht auch im Gebäude begegnet und sich wahrnimmt, sich kennenlernt, auch tatsächlich weiter beieinander bleibt. Auch in den Unternehmen ist das im Übrigen genauso. Auch da ist es ganz wichtig, dass da eben ein Gesellschaftsmiteinander entwickelt wird, dann eben hierarchiearm ist, vielleicht hierarchiefrei ist tatsächlich und was dann dazu führt, dass halt eben die Menschen selbstbestimmter, eigenbestimmter arbeiten können auch und leben können auch. Wir hatten das gestern schon in einem anderen Beitrag, auch das Thema bezahlbarer Wohnraum.
Ja, die extreme Zunahme von Mikroapartments, temporäres Wohnen, Gentrifizierung. Also schon nochmal die Frage, wie wäre es möglich, diesen Tendenzen Einhalt zu gebieten, auch eben zu bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen? Also zunächst einmal sind dort denken sich die deutschen Städte viel zu wenig dicht. Ja, die sind eigentlich zu klein und zu kurzfristig auch. Stadtplanung muss immer irgendwie was Langfristiges sein. Und wir müssten eigentlich jetzt schon sehen, dass wir in die 20, 30, 50 Jahre vorausdenken, auch und da eben schon die Voraussetzungen schaffen, dass dann halt weiter erfolgreiche Stadt entwickelt werden kann. Das ist aber auch in den städtischen Zentren zu beobachten. Die deutschen Städte sind viel zu wenig dicht und wir müssen viel dichter bauen. Wenn man da Baurecht schaffen könnte, tatsächlich mit einem großen Schlag, mit einem großen Wurf, dann würde man da sehr, sehr viele Probleme, auch das ganze Spekulationsthema zum Beispiel, damit bewältigen können. Denn wenn genug Angebote da sind, um Wohnraum zu schaffen, um die entsprechenden für uns heute nutzbaren, hilfreichen Arbeitsumgebungen zu schaffen, dann wird da keiner spekulieren, weil einfach genug Flächen da sind auch. Aber das Produkt, wenn man so möchte, eigentlich Bürofläche, eine gute Wohnung, das wird halt künstlich verknappt. Das wird verknappt durch eben eigentlich fehlendes Baurecht. Wenn wir das also lösen könnten, dann wäre schon vielen Menschen geholfen. Sandra Pappe schreibt, könnte die Zukunft der Architektur in einer Abkehr vom Primat des Neubauens hin zu Umnutzung von Bestand und einer flexiblen, möglicherweise auch demontierbaren Architektur liegen, die mit der Bevölkerung dorthin umzieht, wo sie gerade gebraucht wird? Das ist ein ganz großes und mega wichtiges Thema. Das ganze Cradle-to-Cradle-Thema ist auch gerade erst in Ansätzen überhaupt verstanden von uns. Wir sind da noch dabei, eigentlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass halt ganze Fassadenelemente dann eben auch wieder neu verwendet werden können. Aber da ist noch sehr viel notwendig, um das tatsächlich dann so hinzubekommen. Das Primat des Bestandes. Auf jeden Fall unbedingt, ja. Also man sollte alle Bausubstanz, die wir haben, erhalten. Aber trotzdem besteht auch Veränderungsbedarf. Und es reicht eben nicht einfach, den Status quo so festzuschreiben, sondern wir sind aufgefordert, das irgendwie schlauer zu lösen, auch besser zu lösen, als es im 19. Jahrhundert gelöst worden ist. Flexiblere Optionen auch anzubieten. Jetzt auch wieder jetzt. Werden überall Spezialimmobilien eigentlich geschaffen. Ja? Eine Hotelimmobilie kann praktisch nicht umgenutzt werden in ein Büro oder in Wohnungen auch tatsächlich. Und Wohngebäude können eigentlich nur schwer zu Bürogebäuden umgenutzt werden. Eigentlich müssten wir viel radikaler und auch in gewisser Weise rustikaler an die Sache rangehen. Also Baukörpervolumen anders denken, als wie wir sie jetzt gerade zurzeit auch denken. Also die Gebäude könnten eigentlich deutlich tiefer sein, sie könnten auch deutlich höher sein, aber sie sollten auch eine andere Geschosshöhe haben, beispielsweise, um eben unterschiedliche Nutzungen möglich zu machen. Die Innenwände sollten eben flexibel sein, auch tatsächlich, sodass sie schnell eben beispielsweise geändert werden könnten, dann von Wohnen in Büros oder und so weiter. Also Nachhaltigkeit heißt auch, heute die Gebäude zu bauen, die dann eben in Zukunft auch auf geänderte Vorstellungen reagieren können. Müssten wir nicht auch als Architekten viel mehr Druck ausüben oder Einfluss nehmen auf unsere Bauherren und auch auf die Herstellerindustrie? Also die Industrie beispielsweise dazu zu nötigen, einfach nachhaltig, klimaneutral zu produzieren, Cradle-to-Cradle-Produkte auf den Markt zu bringen, indem wir einfach nur noch die verwenden. Unbedingt, wir müssen uns aber auch da zusammentun, denn die Position des Architekten ist nicht so stark, wie wir sie uns eigentlich gerne wünschen würden. Wir sind ja letztendlich, wir werden bezahlt von unseren Auftraggebern. Es gibt rechtliche Situationen auch tatsächlich. Also wenn ein Auftraggeber eben einen Wunsch äußert, dann ist unbedingt erforderlich, diesem Wunsch auch nachzukommen, auf ihn einzuwirken, Autorität zu entwickeln, auch im positiven Sinne.
ihn überzeugen zu können, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe für uns. Da müssen wir sicherlich auch uns müssen noch weiterentwickeln, müssen noch besser werden auch. Aber das reicht auch nicht nur in dem unmittelbaren Projektteam miteinander erfolgreich zu sein, sondern wir müssen auch in die städtische Gesellschaft hineinwirken. Wir müssen mit den öffentlichen Institutionen noch viel stärker uns verbinden. Auch wir müssen als Architekten auch letztendlich wortgewaltiger werden und stärker einbringen, in den politischen Kontext hineinwirken. Welcher Architekt engagiert sich denn beispielsweise in Bezirksverordnetenversammlungen und ist Bezirksverordneter? Oder wie viele Architekten sitzen im Bundestag? Ja, da wird man staunen, wie wenig das sind. Praktisch keine auch. Aber da werden diese Themen verhandelt und das Wissen, was wir mit einbringen könnten, wäre extrem gut an dieser Stelle aufgehoben. Arbeitet ihr denn im Büro an Cradle-to-Cradle-Projekten? Also könnt ihr das aktiv umsetzen? Das ist eine konkrete Frage von Judith Schwarz. Die Verschwendung von Baumaterialien macht Architektur zu einem der größten Ressourcenverschwender weltweit. Das wissen wir. Cradle-to-Cradle wirkt dem entgegen. Welche Gebäude von Eike Becker sind nach dem Prinzip erbaut bzw. geplant? Wir sind jetzt bei einem Projekt dabei. Fast komplettes Holzmodulgebäude in Offenbach, eine neue Form eines Büros, eines Arbeitsgebäudes. Das ist schon sehr, sehr weit. Also die Materialien, die wir da verwenden, können wiederverwendet werden, auch tatsächlich können an anderer Stelle wiederverwendet werden, weil sie komplett modular aufgebaut sind. Da ist auch noch ein schöner Nebeneffekt. Was uns große Freude macht, ist ein Boxclub, der sich als gemeinnütziger Verein um Kinder kümmert, die Unterstützung brauchen, Hausaufgaben, sportliche Aktivitäten und so weiter. Der wird integriert. Den gibt es dort schon auf dem Gelände und der wird integriert und wird dann eben ein wesentlicher Bestandteil von dieser kleinen Siedlung sein. Aber auch die Fassaden selber, wenn wir uns die angucken, Fassaden sind elementiert heute gebaut. Das heißt, die können alle wunderbar auseinandergeschraubt werden. Beim Rohbau ist es aber immer noch Rohbau, der gegossen wird, der auf der Baustelle eigentlich dann mehr oder weniger monolithisch hergestellt wird. Also wir finden uns tatsächlich in einem Zeitraum des Übergangs und eigentlich letztendlich gehen all diese Prozesse viel zu langsam. Die Bauindustrie selber hat eigene Interessen, Auftraggeberstrukturen auch ganz genauso. Diese Partikularinteressen zusammenzubringen, erfordert mehr, als eben eigentlich wir als Architekten alleine in der Lage sind. Umso wichtiger eben, sich da stärker zu engagieren, in den politischen Kontext hinein zu wirken. Wir sehen so häufig, dass da einfach auch schon Wissen fehlt, um diese Materie zu verstehen. Also da sind wir selber als Architekten gefordert. Wir sind eigentlich diejenigen, die am ehesten diese Zusammenhänge erkennen und auch idealistisch daran gehen. Wenn wir als Architekten nicht auch die Welt besser machen wollen, dann würden wir wahrscheinlich sogar ein Stück weit unseren Beruf verfehlt haben, vermutlich. Das ist eine wesentliche Motivation für uns alle, eben sich da an der Stelle zu engagieren. Das ist nicht in allen anderen Kontexten so der Fall. Deshalb tut es so gut auch, wenn wir uns engagieren, uns einbringen, auch tatsächlich mit unserer Begeisterungsfähigkeit und mit unserem Mut, mit unserem Wissen, da wirksam zu werden, tatsächlich genau diese Punkte schneller zu verbessern. Jetzt habe ich nochmal zu diesem politischen Engagement zwei Fragen direkt reinbekommen. Also einmal Alexandra Madecha fragt: Brauchen wir vielleicht dringend eine Charta von Corona? Ist die Zeit nicht reif, dass die Architekten und Planer eine starke Lobby nicht nur in Deutschland, aber auch in der EU oder im EU-Parlament bilden? Und Judith Schwarz schreibt: Hat Eike Becker konkret Interesse, sich politisch zu engagieren in einem Gremium mit Mandat? Hast du Interesse, dich politisch zu engagieren oder engagierst du dich politisch? Ich engagiere mich jetzt gerade zurzeit beispielsweise in der Bundesstiftung Baukultur, bin da
also in dem Verein der Bundesstiftung Rockkultur, da im Vorstand auch. Tatsächlich habe ich über viele Jahre, heute tue ich es auch noch, sehr stark engagiert in privaten Institutionen, wie zum Beispiel in den Kunstwerken, Institut for Contemporary Art in der Auguststraße. Also wo mir da eine Gelegenheit angeboten wird, greife ich dann auch irgendwie gerne zu. Und wenn ich helfen kann, tue ich das sehr gerne. Ich bin aber keiner politischen Partei angehörig oder bin da eben parteipolitisch nicht engagiert. Jetzt habe ich noch eine Frage von Markus Hauber. Ich wohne in einem Dorf in Sachsen und muss zusehen, wie die Dörfer veraltern und Häuser leer stehen und finde es nicht sozial, wenn viele Leute sich dafür einsetzen, dass es allen möglichen Bevölkerungsschichten erleichtert wird, in die Städte zu ziehen. Was hat die Gesellschaft für Vorteile, wenn noch mehr Leute in die Städte ziehen? Ist es nicht unsozial anderen Bevölkerungsschichten gegenüber? Ja, das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Als ich im letzten Jahr mal einen Vortrag gehalten habe, da ging es dann eben auch, hatte ich die Frage gestellt als Eingangsfrage, was wird aus den Dörfern? Und das war das Thema, was alle kolossal beschäftigt hat und emotional auch tatsächlich sehr stark aufgerüttelt hat. Ich habe auch gerade in der letzten Kolumne geschrieben, da geht es um Heimat. Und Heimat wird sehr häufig auch mit Dörfern in Verbindung gebracht, weil halt viele Menschen in den Dörfern eben auch ihre Jugend verbracht haben. Ich bin jetzt auch erst vor kurzem gerade in Sachsen gewesen, Sachsen und Thüringen, Sachsen-Anhalt. Also habe mir da kleinere Städte angeguckt wie Apolda oder eben Jena oder bin auch in Eisenach gewesen. Und ich sehe da, dass es da eigentlich eine kolossale Qualität an Bausubstanz gibt. Das sind also richtig intakte Zentren mit wunderschöner Architektur. Aber das bürgerliche Leben tut sich da schwer, weil eben auch viele wegziehen, auch tatsächlich. Wir denken in eine andere Richtung, also wie viel Stadt könnte denn in der nächsten Zeit auch aufs Land transportiert werden? Also die städtische Gesellschaft ist halt die tolerante Gesellschaft, ist die etwas innovativere Gesellschaft, die lebendigere Gesellschaft, auch in der viele Entwicklungen beschleunigt werden, weil sich einfach mehr Menschen treffen auch. Aber auch diese Kommunen auf dem Lande, die haben eine enorme Lebensqualität zu bieten. Aber es ist auch da wieder so, dieses menschliche Miteinander, das bürgerliche Engagement muss dort auch erst ein Stück weit wieder erweckt werden. Ich glaube, dass wir kurz davor stehen, dass das viel stärker noch entdeckt wird wieder und dass diese Riesenqualität, die diese Kommunen bieten, dass die wieder zum Leben erweckt wird, auch erkannt wird, auch tatsächlich. Das passiert eben jetzt in einer Zeit, in der halt eben möglicherweise die Städte nicht hinterherkommen mit den Bedürfnissen, in der Stadt zu wohnen, also zu wenig Bauland ausweisen, auch tatsächlich, dann kann es auch gut sein, dann auch mit einer verbesserten Mobilität, dass dann wieder mehr Menschen eben diese ländlichen Qualitäten entdecken. Okay, ich habe noch eine Anmerkung von Michael Reichert und damit würde ich auch eigentlich gerne schließen. Das ist ein schönes Schlusswort. Keine Frage meinerseits, schreibt er, aber ein Statement. Unglaublich toller Vortrag. Herr Becker spricht mir aus der Seele. Jeden Tag sage ich mir, mit meinem Tun die Welt ein bisschen besser zu machen und Menschen zu unterstützen, die diese Meinung teilen. Toll, toll, toll. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich glaube, wir müssen alle ein bisschen wacher werden und unseren Hintern erheben und uns ein bisschen mehr engagieren und vielleicht auch unsere Kunden und ja auch unsere Industriepartner ein bisschen mehr vielleicht auch in die richtige Richtung beeinflussen. Es ist ja unsere Welt, es ist ja die Welt der Menschen. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, wenn wir sie pflegen, wenn wir nicht tatsächlich das auch leben, ja, wer soll es dann für uns tun? Ja? Und es ist noch krass viel zu tun, um die Welt wirklich so hinzubekommen, dass sie gerecht ist und dass es eine gute Welt ist für alle. Aber daran können wir arbeiten. Da sollten wir nicht verzweifeln, sondern wirklich anpacken,
und damit am besten gleich im Anschluss anfangen. Genau, nicht locker lassen, immer schön dranbleiben. Herzlichen Dank, Eike Becker, für den tollen Beitrag. Ja, die Architektur geht heute zu Ende, aber das wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich vielleicht bei Gelegenheit auch wieder ansprechen dürften. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Ich möchte noch kurz auf unseren nächsten Veranstaltungspunkt hinweisen. Um 14.30 Uhr sind wir zusammen mit Henning von Wedemeyer von True Architekten und er zeigt uns die Projekte, die True Architekten in den letzten Jahren realisiert hat und eben unter anderem die Pavillons der UDK in Berlin. Und um 16.30 Uhr haben wir dann unseren letzten Beitrag der Architektur. Wir sind zu Gast bei Henn und zusammen mit Martin Henn und Klaus Ransmeier und sprechen über das Zalando Headquarter. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao.